Okay. Ich glaube, damit haben wir den ersten Teil quasi schon hingekriegt. Oh, wir haben eine neue Post. In der Missklang. Mine von La Galette tanzt auch die Portiersfrau Ballett. Oh Leute, es gab so ein paar Dinger. Uiuiuiui. Es gab hier echt wilde Sachen auch dabei. Oh, wunderbar. Okay, hier haben wir noch nicht. Hier auch noch nicht. Die Mona Lisa müssen wir noch retten. Ist das andere eigentlich gerettet hier? Ja, es hat den Artus-Stempel. Wunderbar. Sehr gut. Dann wollen wir uns mal um die Mona Lisa kümmern, oder? Die haben wir noch nicht fertig. Müssen wir einfach wieder von vorne loslegen? Nein. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier irgendwo nach rechts. Da kamen wir her. Wo müssen wir hin, ist die Frage. Ich meine, er zeigt hier so in die Richtung, aber hier kommen wir nur zurück, oder? Vielleicht können wir da auch noch in eine andere Richtung laufen. Ah, nein! So, wir Wunderbar. machen 48 mal 14 durch 3,7. Eine Mäuseplage. Das fehlte mir gerade noch. Nein, ich bin allein. So, wir machen 48 Eine mal 14 Mäuseplage. durch Ach, guck mal, der 3. große So, Bär. wir machen 48 kann man mal dir mit einem 14 Globus durch helfen? 3. So, wir machen Nee, mit einem Schädel? 48. Der Gesandte schickt mich und dies hat er mir für Sie anvertraut. Wie höflich er Gucken wir ist, uns das doch mal aus der der Nähe Artus. an. Wollen wir mal sehen. Der Fall ist interessant. Sturm, Schiffbruch, Floß, wenige Überlebende. Oh, Seekrankheit. Werden Sie sie retten können? Wir werden es versuchen. Aber dafür müssen wir ein paar Berechnungen anstellen. Mal sehen. Schreib mir dein Geburtsdatum auf dieses Pergament. Oh. Kann ich das? Hier werden jetzt ja Daten geleakt. Jetzt sehen die, dass ich viel zu alt bin für das Spiel und jetzt wird es einfach sich beenden, weil die sagen, nein, das Spiel ist von 7 bis 12 Jahre. Das geht jetzt einfach zu, ich sag's euch. Bald 30 Club. Ah, ein Löwe. Ja. Tadellos. Berechnen wir nun den Aszendenten. Ja, da haben wir ihn. Gut, reiche mir mal den Himmelsglobus herüber. Den haben wir zufällig in unserem dicken Sack dabei. Ah, Wir sind nicht weit entfernt vom Steinbock. Aber ich brauche die Position der anderen Sternbilder, um das Floß orten zu können. Ah, das ist was für uns. Ist es das? Finde die zusammenpassenden Karten. Klicke auf das Mauseloch, um in das Gemälde zurückzukehren. Warum müssen wir jetzt immer Wasserzeichen quasi zusammen machen? Steinbock. Ah, nee. Tatsächlich sind immer zwei. Wo war denn die andere Waage? Ja. Okay, wir müssen einfach Pärchen finden diesmal. Ich dachte, wir müssen die vielleicht nach, es gibt ja irgendwie Erde, also die vier Elemente, glaube ich, ne? Als Sternzeichen. Ich habe nicht das beste Gedächtnis, das seht ihr vielleicht. Zwinki Zwunki. Sie sind bei Nuadibu? Wo mag das bloß sein? Wir müssen sie genau orten. Mein Fernrohr. Wo ist mein Fernrohr? Wo ist mein Fernrohr? Da. Okay. Oh oh. Okay. Lass mal sehen. Oh.
Aber wo sind nur meine Sternbilder? Ach du Gott. Wait, da, hier ist der kleine Wagen. Wie kann ich welche wegmachen? Also hier ist der kleine Wagen. Den sehe ich. Das ist der große Wagen? Hallo? Oh. So? Lass mal sehen. Ach, das gehört schon gar nicht mehr dazu. Also ich kenne jetzt auch nicht so viele Sternbilder. Man kann es so ein bisschen erkennen. Ach, guck mal, hier ist der große. Lass mal sehen. So. Nicht? Das hier kenne ich, glaube ich, nicht. Ist hier auch noch was? Nee. Ah, okay. Nein, Spiel. Please don't die on me. Ich brauche den großen Bären und den kleinen Bären. Die Leier. Ah, das ist die Leier. Da haben wir es. Also, Nu-Adibu. Okay. Afrika. Das ist es. Ich sehe sie in Mauretanien. Morgen wird ein Schiff sie holen kommen. Herzlichen Glückwunsch, Maus. Ja, wunderbar. Das sind doch gute Neuigkeiten. Hallo! Hey! Rettet uns! Hallo! Hallo! Hey! Rettet uns! Hallo! Wir haben ein Geschenkchen bekommen. Wunderbar, was wird da drin sein? Braun. Braune Farbe, wie es aussieht. Okay. Dann würde ich sagen... Ah, die Erde. Nährende Erde. Hier nun endlich erwacht alles zu neuem Leben. Wunderbar. Erde haben wir. Wir kriegen eine weitere Notiz. Im Gras sind alle Mäuse grün. Ah, Leute, das ist mein Lieblingsteil, der jetzt kommt. Eieiei, das ist mein Lieblingsteil. Ein kleines grünes Mäuschen rannte durch das Gras. Ich packe es am Schwänzchen und zeige es diesen werten Herren. Diese Herren raten mir, es zu verspeisen auf der Stelle mit Haut und Haar und Fell. Erinnert euch daran. Ich hoffe, es geht so, aber irgendwie hat sich das hat sich so eingebrannt bei mir und ich habe das Spiel, also ich habe ja schon gespoilert oder ihr habt es gesehen beim Datum, ich werde nächstes Jahr 30 und ich habe das Spiel wahrscheinlich wirklich gespielt zwischen 7 bis 12. Also ich weiß nicht, wie sich das so einbrennen konnte bei mir im Kopf. Aber vielleicht ist es auch gar nicht genau der Wortlaut, wir werden es sehen. Hinunter mit dir. Hey! Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Nicht so laut. Besser. Jetzt aber. Spitzen wir mal die Ohren. Ich bin sicher, dass wir sehr interessante Dinge erfahren werden. Okay. Gib jeder Figur ihre Stimme zurück. Und klicke dann auf OK. Klicke auf das Mauseloch, um in das Gemälde zurückzukehren. Also man muss schon wirklich sagen, die Spiele sind hier schon relativ vielfältig. Ich meine, wir hatten jetzt zwei Arten von Memories so ein bisschen, die waren sich ein bisschen ähnlich. Aber jetzt das und alles, es ist schon ziemlich cool.
Was haben wir hier? Können wir es hier anhören? Ich kann es nicht hören. Das ist ja jetzt ein bisschen schlecht, es nicht hören zu können. Müsst ihr das nicht abspielen, wenn wir es draufklicken? Uns amüsieren? Ah. Wieso das denn? Wird eine komische Oper gegeben? Okay, gucken wir mal hier. Oh, Don Pedro, mir ist schon ganz schwindelig. Das wird wahrscheinlich sie sein beim Tanzen. Nein, nein, ich bewege mich schon nicht, Monsieur Lamy, aber ich würde mich gerne setzen. Würde ich jetzt auf sie raten? Nein, mir tun die Füße weh und außerdem spielt das Orchester falsch. Ob man tanzen möchte, maybe? Bitte, Jeanne, bewegen Sie sich nicht. Ich bin fast fertig mit Ihrem Porträt. Ach, das sagt er. Und sie will sich setzen. Und sie will nicht tanzen. Nein, mir tun die Füße weh. Und außerdem spielt das Orchester falsch. Okay. Hey, ho, Fräulein. Tänzchen gefällig? Haben Sie heute Abend schon etwas vor, Estelle? Ich würde Sie und Jeanne gerne in die Oper einladen. Ich glaube, wir werden uns köstlich amüsieren. Wie charmant Sie sind, Fräulein Margot. Und so leicht. Und? Stellen Sie sich nur vor, ein dreister Witzbold hat gestern eine Geige aus der Oper entwendet. Oh. Man munkelt sogar, er habe sie zerschlagen und in alle Winde verstreut. Ich fresse einen Besen, wenn das Orchester heute Abend zum Spielen kommt. Okay. Ich würde sagen, das ist richtig so. Stellen Sie sich nur vor. Oh. Stellen Sie sich nur vor. Stellen Sie sich ein nur vor. Ein dreister Witzbold hat gestern eine Geige aus der Oper entwendet. Wie charmant Sie sind, Fräulein Margot. Und so leicht. Oh, Don Pedro, mir ist schon ganz schwindelig. Hey, ho, Fräulein. Tänzchen gefällig? Nein, mir tun die Füße weh. Und außerdem spielt das Orchester falsch. Bitte, Jeanne, bewegen Sie sich nicht. Ich bin fast fertig mit Ihrem Porträt. Nein, nein, ich bewege mich schon nicht, Monsieur Lamy. Aber ich würde mich gerne setzen. Haben Sie heute Abend schon etwas vor, Estelle? Ich würde Sie und Jeanne gerne in die Oper einladen. Ich glaube, wir werden uns köstlich amüsieren. Uns amüsieren? Wieso das denn? Wird eine komische Oper gegeben? Stellen Sie sich nur vor, ein dreister Witzbold hat gestern eine Geige aus der Oper entwendet. Man munkelt sogar, er habe sie zerschlagen und in alle Winde verstreut. Ich fresse einen Besen, wenn das Orchester heute Abend zum Spielen kommt. Hä? Oh, eine zertrümmerte Geige. Uns amüsieren? Wieso das denn? Wird eine komische Oper gegeben? Haben wir noch weitere Geigenteile? Stellen Sie sich nur vor, ein dreister Witzbold hat gestern eine Geige aus der Oper entwendet. Bitte, nein! Ich wollte nicht schließen! Nein! So, ich hatte vielleicht nur ganz kurz versucht, das mit Escape abzubrechen, was sofort dazu geführt hat, dass sich das Game beendet hat. Von daher, upsi. Seht ihr noch weitere Teile einer Geige? Die fangen halt immer an zu reden, wenn man falsch draufklickt. Hier vielleicht im Baum irgendwo? Wir dürfen hier noch nicht weiter, deswegen. Oh, aber was haben wir denn hier? Können wir doch weiter oder gehen wir hier zurück? Ah, oh oh. Na sowas, Victorine. Du hast dich ja schon wieder angezogen. Jetzt übertreibst du aber. Monsieur Manet hat sein Bild noch nicht einmal fertig gemalt. Ach, lass mich. Ich habe diese Blicke und Bemerkungen satt. So splitterfasernackt schockiere ich die Leute. Also ziehe ich mich wieder an und basta. Außerdem erinnere ich euch daran, dass wir noch für die Oper verabredet sind. Ein kleines grünes Mäuschen rannte durch das Gras. Ich packe es am Schwänzchen und zeige es diesen werten Herrn.
Ach nö, nicht am Schwanz ziehen. Ich bin nicht zum Vergnügen hier. Ich muss die Teile der Geige wieder einsammeln. Ja, na klar. Hier habe ich welche versteckt und vielleicht auch dort. Ein kleines grünes Mäuschen rannte durch das Gras. Ich packe es am Schwänzchen und zeige es diesen werten Herren. Diese Herren raten mir, es zu verspeisen auf der Stelle mit Haut und Haar und Fell. Ein kleines grünes Mäuschen. Oh, jetzt wisst ihr, was ich meine. Ich packe es am Schwänzchen und zeige es diesen werten Herren. Meine mäusische Eingebung sagt mir, dass wir hier noch ein Stück finden können. Echt noch? Ah, bei ihm war es im Hut. Bravo, Adlerauge. Im Gras sind alle Mäuse grün. In Ordnung, Spaß beiseite. Es wird Zeit, die Sachen zusammenzuräumen. Finde jeweils die drei zueinander passenden Körbe, indem du pro Reihe eine Frucht aufdeckst. Okay. Klicke auf das Mauseloch, um in das Gemälde zurückzukehren. Also das ist tatsächlich ein wiederholendes Spiel, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Grüner Korb. Banane ist blau. Okay. Hä? Ich hab mich schon wieder verdrückt. Nein! Here we go. Ja! Schnell, in der Oper ist bald Einlass. Schauen wir mal. Ah, sind wir wieder hier. Vielleicht können wir nach links laufen. Schnell, in der Oper ist bald Einlass. Ja. Oh oh. Oi oi oi, da fliegen Tomaten. Oh weh. Da stimmt aber was noch nicht. Können wir die Geige eigentlich zusammensetzen? Aber warum ist die Musik so schief? Ist die Frage. Geige? Wieso Geige? Ich bin doch Flötist. Er ist der Geiger. Rechts an ihm. Ich bin doch Flötist. Ihr möchtet gern Profis. Lasst mal einen echten Profi ran. Das ist nämlich einer, der nicht denkt, dass man in eine Geige hineinblasen muss. Okay. Meine Güte, immer musst du die erste Geige spielen. Aha, Musikerwitz! Was ist denn nun los? Meine Geige ist völlig verstimmt! Was für eine Schande! Lassen Sie mich durch! Überquere die nein. Bühne ohne von Tomaten oder Lauch getroffen zu nein. werden! Und? Das ist zwar nicht besonders elegant, aber zögere nicht, dich unter den Röcken der Tänzerin zu verstecken. Klicke auf das Mauseloch, um in das Gemälde zurückzukehren. Benutze die Pfeile auf deiner Tastatur, um die Maus über den Bildschirm zu bewegen. Oh Gott, der Lauch ist so schnell.
Oh nein! Boah. First try, Leute. First try. Es ist wirklich höchste Eisenbahn, diese mysteriöse Geige zu reparieren. Ja, let's go. Wie machen wir denn das? Müssen wir die hier irgendwo? Ah. Oh, sind schon alle weg? Jetzt können wir auf jeden Fall hier hin. Oh oh. Ich sag wieder 7 bis 12 Jahre, ne? Los doch! Beeilen wir uns mit dem Zusammenbauen der Geige. Okay. Okay, an die Arbeit. Gib mir alle Teile rüber. Achso, ich muss sie erst hin tun. Alright. Ziehe die einzelnen Elemente auf die Leinwand, um die Geige wieder zusammenzusetzen. Klicke auf das Mauseloch, um in das Gemälde zurückzukehren. Ja, und eventuell muss man die noch größer und kleiner machen. Das Spiel ist nämlich hier gar nicht so einfach. So, ich glaube, die muss noch ein bisschen größer, oder? Muss die noch eins größer? Geht denn das? Na gut, wir machen erstmal spiegelndes B. Oh, das muss aber größer. Okay. Das hier muss fast eher noch kleiner, oder? Ah, mal gucken. Vielleicht muss das noch eins größer. Oh. So. Oh, dann muss das aber noch kleiner. Also ich finde, das ist ein super Spiel. Wunderbar. Sehr cooles Minigame. Pluspunkte für die mehrgewichtige Ballerina. Ah, das ist nicht für uns. Wir drücken uns nur noch. Okay. Zwar keine Diversität in Hautfarben, aber wenigstens in Gewicht ein bisschen. Man darf sich ja auch über kleine Sachen freuen, vor allem bei einem Spiel, was bestimmt schon über 20 Jahre alt ist. Okay, wir haben Blau bekommen. Klar, frisch und rein. Allgegenwärtig ist es in der Natur. See, Sturzbach und endlich Regen.